Ja, moin liebe Freunde der Apokalypse und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Deponia Doomsday. Wir wollen unsere Herzdame abholen. Cool, wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das, ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Jo. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Jo. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Was ist das? Hey, gib das her. Ach. Was hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Die beiden sind klein. Unifrei, ja. Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, Fuelog! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rückbild! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Oh je. Hillbilly. Okay. Ein Schritt näher und ich blase dir die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus. Läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau. Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang nur Schrott, Krabben und Milben. Was ist mit dem? Ich, habe ihn getötet. Gut gemacht. Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Zieh Leine. Aber Dalli, Dalli. Ist ja schon gut. Okay. Also man kann hier anscheinend nicht so viel machen. Das Portal, das in McChronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Natürlich. So ist das mit den Zeitreisen. Mann, Mann, Mann. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle.
du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Und sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? Das ist der Vater. Der Vater von dem Vater von unserem McChronicle. Du bist Rocco McChronicle? Der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior? Und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Aha. Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Mhm. Hey! Ich wollte auch gerade sagen, das ist doch das Timeport. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig. Wie alles hier. Soll das etwa heißen, es gibt zwei Ghouls hier? Wir erinnern uns, vor einiger Zeit hat uns die Ghoul, die von 1 bis 3 dabei war, hat uns nämlich das Gerät gemobst. Und wollte ihre Zeit zurechtbiegen. Hat sie anscheinend nicht geschafft. Ich muss dringend nach Kuvak. Da klingelt nix. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Ja, mir auch. Zeitmaschine, okay. Sag nicht, die gibt's wie im normalen Autohandel. So ein Zeitmaschinenhandel. Da bist du! Howdy, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder, für ihn bist du doch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapa. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Dole? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit... Ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuvak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Ich sage mal nicht, wie das da hinten aussieht. Kaputtes Butterfass. Okay. Oh, plopp. Okay. Also wir sind jetzt zwischen den Zeiten gefangen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob tatsächlich zwei Ghouls da sind. Hey, Ghoul!
keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste Bruch landen und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer, ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Ui. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Die Portale sind weg. Doch nicht doch. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg? Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Goal gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Super. Auch gut. Skulpturen. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Das ist also die alte Goal, die uns die Zeitmaschine gemobst hat. Batterie steht. Jo. Wusste ich doch, dass wir hier noch was Schönes kriegen. Was haben wir hier noch? Eine Bürste. Oh ne, sag nicht, wir müssen sie klonen nachher wieder. Das wär's jetzt. Können wir die mitnehmen? Was soll das? Das ist der unfertige Punkt. Ach, es gehört so. Es soll unfertig aussehen. Und ich dachte, es ist wahrhaftig noch nicht fertig. Oh, dann muss ich wohl noch mal ran. Okay. Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Moin. Na, dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Es ist komplett verwirrend. Aber egal. Es passt schon. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu.
Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Tja, die linke Ghoul kennt ihn eben allzu gut. Tja, hier kommen wir nicht weiter. Macronicle haben wir höchstens noch da, aber sonst können wir nichts weiter machen. Rocco, ja. Warum muss ich eigentlich bei den Namen Rocco an die Pokémon-Arena-Leiter denken? Aus Kanto. Aus der ersten Generation. Ja, ich weiß, die meisten jüngeren Leute werden jetzt sagen, was, welche Generation? Die erste. Die allererste. Die irgendwann in der Antike mal aufkam. So alt bin ich schon. Ja, ja, so war das früher. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Nee, das stimmt. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen. Gehen wir doch mal rein. Alter Maverick, Vince. Da ist jemand auf dem Klo. Der junge Maverick, Rita. Okay. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch eine, wie ich finde, der besten Synchronsprecherinnen im deutschen Raum. Angela Quast. Nicht Merkel, Quast. Unter anderem Synchronsprecherin von Haku aus Naruto und von Idrial aus Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Eine tolle Frau, möchte ich hinzufügen. Ich habe sie zwar noch nie persönlich gesehen oder getroffen, aber ihre Stimme ist einfach klasse. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja, ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Ja. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist, so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Super. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Okay. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo, du verstehst, was ich sagen? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attribute für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpamper. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Furzpampe, ja, das ist wieder genau mein Humor.
Jo. Oh nein, die Fulog-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie, wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fulog-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Retardes lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Aha. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich etwa zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Na, du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant-Change-Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich. Diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulog-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulog-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Aha. Ja, wie auch immer. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Kennst mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Ach, er wieder. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhö? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Den ich habe deine doch. Stimme erkannt. Ja. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporalklotourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Cletus Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Ach, oh Gott. Das wäre toll. Das ist ja ein Kackgespräch. Dieses Gespräch war richtig kacke. So, mit diesem Wortwitz, liebe Freunde, entlasse ich euch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hier gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir jetzt gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dato.
Tschö, tschö, Freunde.